Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Ländle Talk hier bei uns im Studio in Götzis. Natürlich auch aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen haben wir etwas umbauen müssen, uns auch ein bisschen natürlich daran anpassen müssen, dass wir solche Ländle Talks durchführen können. Und deshalb freut es mich aber umso mehr, dass wir heute einen Herrn bei uns haben, der wirklich ganz, ganz nah auch an dem aktuellen Geschehen dran ist. Und zwar den Uwe Marent von der Berufsdetektei Marent. Das ist rausbringen. Servus Uwe. Genau, hallo Christi. Wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen glaube ich, bist du okay, oder? Genau. Wir haben schon wieder mal zu tun gehabt, natürlich. Gleich einmal zu Beginn natürlich ein bisschen auf diese aktuelle Situation. Du bist, glaube ich, wirklich einer, also du und dein Team, ihr seid eine der oder eine Gruppe, die jetzt gerade, ich denke mal, fast so viel Arbeit haben wie noch nie, oder? Weil ihr wirklich im Bereich Sicherheit, egal wo es ist, sehr viel zu tun habt, leider Gottes eigentlich. Ne? Ja, wir haben eigentlich schon immer genügend Arbeit, aber derzeit ist es ganz extrem und anders wäre es uns derzeit lieber, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir müssen uns auch der Situation anpassen. Ich habe auch meine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch viele abzufangen, wo wir früher zusammen geschafft haben. Und jetzt schaffen wir wieder zusammen, nur in einer anderen Reihenfolge. Mhm. Und ja, derzeit haben wir halt viel Personal im Einsatz. Und ja, für uns positiv unter Anführungszeichen. Also. Klar, das ist ja aus der Zeit, man muss natürlich, das hört man auch, man muss das Beste daraus machen. Und, so und jetzt gerade in eurem Bereich ist es auch gut, dass es Leute gibt, die das machen, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Und das ist auch gut, wenn die dann arbeiten können. Und also gesagt, wenn du andere Leute vielleicht sogar auffangen kannst in dieser Zeit, das ist ja noch besser. Wo seid ihr denn überhaupt jetzt wirklich überall im Einsatz? Was sind so eure Gebiete, wo ihr jetzt tätig seid? Also wir haben immer den normalen Betrieb, was wir sowieso haben, mit Objektkontrollen in der Nacht, am Tag, mit Alarmausschaltungen, mit Alarmverfolgungen, wo wir das ganze Jahr sowieso tätig sind. Das bleibt auch jetzt noch aufrecht, egal wie schlimm diese Krise wäre. Da haben wir tolle Teams, wo sich darum kümmern. Und natürlich sind wir für Lebensmittelketten unterwegs. Wir sind da in verschiedenen Einkaufszentren, Einkaufsmärkte, wo wir nicht das typische Sicherheitsarbeit machen, sondern Masken verteilen, Desinfektionsmittel. Der Analyt erklärt, dass sie sich mit Abstände gegenüber den Mitarbeitern und den anderen Kunden verhalten soll. Und da ist natürlich auch ein Fingerspitzengefühl gefragt und es ist natürlich auch schwer, es jedem zu erklären und jedem recht zu machen. Mhm. Wir haben da auch noch nicht der goldige Werk gefunden und den werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Mhm. Aber wir versuchen es wenigstens, dass wir in die richtige Richtung gehen. Mhm. Kommen wir nachher gleich noch ein bisschen später noch dazu, auf diese Situation, auch wie man mit in eurem Beruf eigentlich auch mit dem Gegenüber umgeht. Wie gehst du und dein Team jetzt allgemein mit der Situation um? Ich denke, das ist ja wirklich nicht ganz so einfach. Jeder hat doch in gewisser Weise Angst vor diesem Virus. Man hat so das Gefühl, ja, rausgehen ist kein Problem, aber es geht mir selber auch so, wenn man dann irgendwo ist und trifft jemanden, es ist eben so ein bisschen im Hinterkopf und ihr seid eigentlich die, wo da ganz vorne dran sind. Wie geht ihr damit? Genau, wir machen ja auch einen Krankenhausdienst und so weiter. Genau. Da sind wir natürlich direkt an der Front, aber wir sind nur dementsprechend geschützt. Also meine Leute wissen, sie dürfen keinen Kontakt mit Pfleger und so weiter im direkten Haar, also nur innerhalb mit den Abständen von 1,5 bis 2 Meter, nur mit Maske, nur mit Handschuhe, dass die so, dass sie auch gesund bleiben und dass das so funktioniert. Bei der kleinsten Auffälligkeit davon, von Fieber oder irgendwas, dann werden sofort Leute abgezogen. Das möchte man einfach nicht, dass da für uns irgendwie etwas weitergeht. Und natürlich werden die auch gleich getestet. Und Angst ist etwas, wo schützt, sage ich. Also wer keine Angst hat, ist dumm. Es ist ganz einfach erklärt und somit geht jeder ein bisschen anders mit ihrer Sache um, aber trotzdem wird sich jeder ordentlich schützen und physisch ganz klar vorgeschrieben, dass die Leute mit Maske, mit Handschuhen schützen müssen und Abstand. Ist ja klar, da geht es um eine natürlich ums Wirtschaftliche, seid jetzt dran und wenn da Ausfälle stattfinden, ist es für euch nicht gut, für den jeweiligen nicht gut, für die aber Planung auch eigentlich, kann man sagen, für eure Kunden in dem Sinne und auch für alle nicht gut, weil ihr sorgt auch dafür, dass es, wie du es gesagt hast, im Lebensmittelbereich
dass es trotzdem irgendwie da jemand da ist, wo ein bisschen dazuschaut, genau, würde ich mal sagen. Genau. Dass das alles in diesen Maßnahmen, die jetzt halt da sind, funktioniert. Ja. Richtig, richtig. Wir kommen später natürlich noch ein bisschen auf diesen Bereich der Sicherheit und alles darauf zu. Ich möchte aber trotzdem auch jetzt auf den anderen Bereich in deinem Geschäft noch zukommen, und zwar die Berufsdetektei, also der Beruf des Detektivs. Finde ich ganz spannend. Das ist etwas, wo ich immer schon mal wollte, einfach mal zu fragen, was da eigentlich alles passiert. Kennt man viel aus dem Fernsehen, man sieht da so irgendwelche Filme und Serien, wo der Detektiv, keine Ahnung, was alles macht. Was sind denn so die Bereiche, die ihr da abdeckt? Ja, der Bereich des Detektivs, das ist ein ziemlich breites Spektrum von Arbeit, was wir da durchführen bzw. vollziehen. Wir sind im Wirtschaftsbetrug unterwegs, bei Versicherungsbetrug, Arbeitnehmertreue, da geht es dann nicht um das Typische, was die Gebietskrankenkasse oder jetzt die Gesundheitskassen auch machen, sondern wenn wirklich die Wirtschaft für eine Firma so auf dem Spiel steht, dass es wirklich ums Überleben von der Firma selber geht, weil ein Mitarbeiter Zeug verschwinden lässt oder im Krankenstand bei der Konkurrenz arbeitet und so weiter. Dann sind wir natürlich im Ehebereich tätig, schauen, ob der Ehegatte oder die Ehegattin nicht näher rausschießt. Und das tun wir alles dokumentieren. Wir tun das mit Schriftstücke dokumentieren, mit Protokolle, mit Fotos oder Videobeweise. Und das wird dann zusammen gesammelt für einen Anwalt, für unseren Mandant. Und dann geht das vor Gericht oder zivilrechtlich natürlich ins Zivilrechtliche hinein. Und dann kommt es aufs Ergebnis drauf an. Ich habe es ja gesagt, das ist für mich so ein Thema wirklich, wo man so kennt, wenn man daheim den Fernseher einschaltet und man sieht, ich kann mich noch ganz, ganz früh erinnern, ein Fall für zwei, glaube ich, hat das geheißen, mit dem Detektiv. Und also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Kann man das in irgendeiner Art vergleichen mit dem, was man da so sieht und vielleicht meint zu kennen, mit dem, was ihr wirklich macht? Es wird halt im Fernsehen immer so ein bisschen heroisch umgebracht. Und es ist in Wirklichkeit ein sehr interessanter Job, keine Frage, aber es ist natürlich auch ein sehr langweiliger Job, weil man halt viel mit Warter, mit Beobachter die Zeit verbringt. Und meistens spielt sich innerhalb von 10 bis 15 Sekunden alles, was wichtig ist, ab. Und wenn man der Moment nicht richtig erwischt, war alles umsonst. Und das typisch im Fernsehen, dass innerhalb von 20 Minuten ein Fall erledigt ist, also gibt es auch nicht. Also das wäre ein Glücksgriff, keine Frage. Aber das kann sein, dass das tageweise, wochenweise, monateweise geht bei der Überwachung. Ich kann mir zumindest einmal auch vorstellen, dass das, du hast gesagt, das ist auf der einen Seite interessant, natürlich auch mühsam, ich glaube, das hat jeder Job so an sich, genau. Da gibt es gute und schlechte Zeiten, aber gerade dort sind ja Bereiche, da geht es ja auch viel ums Persönliche, da hängt ja immer auch hinten, ich sage mal, noch was dran. Genau, da hängt immer Geschichte dabei. Wo ihr nur am Rande vielleicht kratzt, und natürlich gibt es immer eine Seite, wo bei euch da dann mit dabei ist oder wo euch vielleicht den Auftrag gibt, das zu tun. Bekommt ihr da viel mit oder ist das auch für euch, ich denke sicher, gar nicht so einfach da oft, wenn es ins Persönliche und manche vielleicht sogar Schicksale dranhängen, damit umzugehen? Oder? Ja, mir schon natürlich schon, dass wir einen kleinen Abstand zu dem Ganzen haben. Mich persönlich interessiert es immer, dass die Mandanten mir dann auch eine Rückmeldung geben nach dem Ganzen, wie ist es ausgegangen, haben sie sich vielleicht irgendwie doch anders gefunden. Wir beraten auch viele, wo man sagt, hocken euch nochmal zusammen, reden vielleicht miteinander. Wäre schade ums Geld, sage ich zum Teil auch, gehen in Urlaub und schauen, dass da wieder zusammen drauf hat. Aber persönlich mir schon, dass man nicht die Geschichten direkt an uns anlässt. Wir haben vom Kindesmissbrauch über private Schicksale wirklich alles quer durch und ich probiere da auch meine Mitarbeiter immer gleich zum Außenhalten, gerade wenn sie Familie haben. Ich habe selber jetzt auch Familie, jetzt sieht man es nochmal anders wie davor. Und wir probieren halt wirklich, dass man die Fälle nicht direkt an uns anlässt. Also da wirklich den Beruf zu trennen mit allem anderen und zu schauen, dass man dann am Abend zu Hause so weit wie möglich wegkommt. Eigentlich ganz weg oder? Kriegt man das eh nicht, das wird dann schon beschäftigen. Aber man versucht, ein Mittelwerk zu finden. Ja, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, da könnte man noch ganz, ganz lange drüber reden, was es da noch alles gibt. Vielleicht auch nochmal das Thema, egal ob es jetzt im Sicherheitsbereich ist, jetzt auch viel auf Veranstaltungen, die es jetzt zurzeit leider Gottes nicht gibt, unterwegs, einfach den Security-Dienst, wenn man das so nennen will, habt eigentlich überall ganz, ganz viel mit Menschen zu tun. Genau, richtig.
Ich kann mir auch gut vorstellen, wir kennen uns auch vor allem von Veranstaltungen, wo man natürlich das eine oder andere auch mitbekommt. Ich denke, so Rückmeldungen, egal wo ihr seid, die können von schwarz und weiß gar nicht unterschiedlicher sein wahrscheinlich, oder? Das genau so ist es. Also wir haben gerade bei Veranstaltungen gegangen, uns Zehntausende von Menschen durch die Hände, alleine schon mein Gang, es ist so. Und wenn sich da mal einer beschwert oder sowas, wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Wir schauen da, dass man mit den Leuten zusammen ein Gespräch findet. Man kann nicht alles zu 100% super toll machen. Mhm. Wie ihr am Anfang schon gesehen habt, wir versuchen ein guter Werk zu machen, wir versuchen das richtig zu machen, aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Der Weg ist mal richtig und wir sind da zum Deeskalieren und nicht zum Eskalieren. Mhm. Und das muss auch in die Köpfe von jeder Mitarbeiterin sein und man kann mit Reden ziemlich viel eigentlich wegkriegen oder in den Griff kriegen. Geht dann ziemlich. Also das darf ich auch sagen, auch wenn du jetzt da bist, gerade deswegen, die Veranstaltung, wo ich war, vielleicht auch moderiert habe, wenn ich da war, das ist immer sehr, sehr gediegen, was ihr da macht. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr angenehm. Und es entsteht ein angenehmes Gefühl, wenn man auch irgendwie bei der Veranstaltung beteiligt ist, ob es jetzt bei mir als Moderator ist, oder trotzdem irgendwie, wenn da Leute sind, wo man sich darauf verlassen kann, dass das relativ ruhig und egal in welcher Situation alles doch mit einer gewissen Freundlichkeit und einem gewissen Respekt passiert. Also das wollte ich noch loswerden, weil das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Ja, da muss man auch schauen, dass das funktioniert. Alle Mitarbeiter, die das hören, das ist einer Sinn Verdienst und einer Sinn Job, so wie wir derzeit oder da stehen, das ist so. Und ich denke, das ist sicher auch nicht immer einfach, glaube ich. Oder? Nein, nicht wirklich. Dass die Ruhe zu bewahren ist gerade in eurem Bereich, wenn es jetzt so in diesem Security, aber auch in der Detektei, glaube ich, da wirklich in manchen Situationen ruhig zu bleiben, sich zu besinnen, ist, glaube ich, nicht immer das Einfachste, denke ich. Genau. Genau, aber es kommt da immer oft die Veranstaltung darauf an, wie gut ist sie organisiert, wie gut läuft es ab und dann haben wir eigentlich wenig zum Tun. Ich sage immer, wenn der Sicherheitsdienst und die Rettung nichts zum Tun hat, war es eine super Veranstaltung. Super, und wenn es mal was zum Tun gibt, ja, für das sind wir ja da. Also, aber es ist halt nicht auch das typische Sicherheitsmaß. Wir sind für die Leute eine Informationsquelle, wenn sie Fragen haben. Wir sind Ablaufregler, wir sind Ersthelfer vor Ort. Wir müssen wirklich so viele verschiedene Sachen schon machen, wo man auf uns einfach erwartet, weil der trägt eine Uniform, der muss das alles wissen, der muss das alles können. Das ist so der Gedanke. Guter Einstieg für meine nächste Frage. Gibt es eine Ausbildung für das? Also ich denke, das sind auch zwei, ich nehme mal an, das sind zwei unterschiedliche Bereiche, das eine die Detektei und der Sicherheitsdienst. Gibt es da jetzt von Seiten Detektiv, gibt es da spezielle Ausbildung, gibt es da eine Art Detektivschule, ich sage jetzt einmal ganz, ganz plausibel, und wie schaut es beim Sicherheitsdienst aus, wie kommt man da überhaupt hin? So ist es, also wir unterscheiden sowieso zwei verschiedene Gewerbe, das ist der Detektivgewerbe und das Bewachungsgewerbe, bei uns war es so Berufsdetektiv und nicht Privatdetektiv, wie woanders. Wir schauen, dass man unsere Leute eigentlich selber ausbildet. Mir persönlich wäre es lieber, es gäbe mal eine klare Regelung über die Ausbildung vom Personal oder vom Sicherheitspersonal, aber wir legen selber sehr viel Wert auf die Ausbildung von der Leute und schauen, dass man sich auch immer wieder fortbildet, sei es im Erste-Hilfe-Bereich, sei es gesetzlich, da haben wir noch Spezialisten gehabt, die das machen und gerade die rechtlichen Sachen, die müssen dann einfach sitzen und das muss funktionieren. Und das andere ist dann der Detektivbereich. Da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit selber zum Schulen, also ist so. Oder wenn sie für dich dann natürlich dann auch tätig sind, das ist dann der Berufsdetektivassistent oder der Detektiv, der die Schule auch machen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter von Trainings oder Schulungen und da kann man sich dann anmelden und diese Schulungen machen. Mhm. Das Problem ist immer, es muss so die Arbeit da sein. Viele meinen, sie machen jetzt ein Detektiv und dann haben sie ihre Unternehmen und toll. Uns gibt es jetzt auch schon 13 Jahre und das war ein harter Werk. Also es gibt viele Neider, es gibt viele, die einen dann anzogen. Also wir haben alles schon erlebt und ich habe alles auch immer abwenden können, weil wir natürlich auch schauen, dass es alles korrekt läuft. Wir versuchen, der richtige Werk zu gehen. Ich möchte am Morgen in den Spiegel schauen können, ganz einfach. Dass alle fair und ordentlich behandelt werden. Das ist für mich das Wichtigste. Aber du hast gesagt, also gerade jetzt im Sicherheitsbereich noch sonst, das Thema, auch wenn es jetzt keine klare Ausbildung in dem Sinn gibt, dass ich kann ein Studium machen, ich mache eine Schule oder ich mache irgendeinen Kurs, der offiziell halt sozusagen anerkannt ist,
ihr müsst, ich denke, das ist ja auch das Thema Weiterbildung. Ihr müsst ja wirklich immer Bescheid wissen. Das Thema rechtlich ist, glaube ich, vielleicht das Komplizierteste. Darf man jetzt mehr, darf man weniger? Was darf der nicht? Genau. Ich denke, da muss man immer am Ball bleiben, dass das überhaupt funktioniert, dass man auch selber auf der sicheren Seite ist. Oder? So ist es. So ist es. Es gibt da einfach bewusst gibt es ein Strafgesetzbuch, dann gibt es dieser zivilrechtliche Bereich mit dem Hausrecht, wo wir eigentlich eine Meisterschaft mit dem Hausrecht und dann kommt man automatisch dann auch in das Strafrecht hinein mit Notwehr, Nothilfe, mit der Strafprozession und mit dem Anhalten von Personen und so weiter. Das spielt sich immer ein klein, kommen immer die gleichen Paragraphen eigentlich dann auch ins Spiel. Und da sollte man halt dann schon ein bisschen wissen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Und da gibt es so viele verschiedene Ansichten wie überall. Für manche ist rot nicht rot, sondern kann man auf 50 verschiedene Arten hell und dunkel bezeichnen. Ja, immer, klar. Und wie gesagt, wie schon die ganze Zeit betont, wir versuchen ein richtiges Werk zu machen und gehen. Und da sind wir natürlich auch immer dahinter. Und ich war ein tolles Personal, auf das ich sehr stolz bin. Also. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange hocken, da gibt es noch ganz, ganz viel, was mich interessieren würde, aber das können wir vielleicht dann auch danach noch ein bisschen klären. Ich hätte noch eine abschließende Frage, da habe ich mir gedacht, du bist jetzt jemand, der gerade in Zeiten wie diesen so nah an den Menschen ist, wo ich mich das fragen traue und auch denke, dass du da was dazu sagen kannst. Wenn es jetzt irgendwann jetzt einmal, ich weiß ja keiner genau wann, wieder mal zumindest in eine Art Normalität reingeht, was denkst du denn? Ändert sich so die Einstellung der Menschen über das, ich würde fast sagen, das komplette Leben? Es verändert, hat sich ja alles von 0 auf 100 verändert jetzt. Ja. Glaubst du, dass so manche Sachen, wo man jetzt sagt, das ist ja eigentlich eh okay so oder da könnte man vielleicht was, glaubst du, dass das, wenn es wieder Richtung normal geht, dann auch wirklich sich die Menschen vielleicht in gewisser Weise in ihren Einstellungen verändern? Dieses Thema habe ich auch schon mit Mitarbeitern besprochen und auch in meinem Umfeld natürlich, mit der Familie. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es ist einfach so. Und der Mensch gewöhnt sich ziemlich schnell an alles. Und jetzt sind alle Verkäuferinnen, alle Pfleger und die Sicherheitsbereiche, alle sind auf einmal wichtig, was früher immer belächelt worden sind. Und ich persönlich denke, dass wenn das alles irgendwann einmal abflacht oder besser wird, wissen wir alle noch nicht, wie lange das dauert. Okay. Aber ich denke, spätestens 6 Monate später ist dann alles wieder vergessen und alles nimmt wieder den normalen Weg. Und darum muss man den Leuten schon ein bisschen auch im Kopf bleiben und einer klar machen, für was man eigentlich da ist. Es wird in einem Jahr wird es genauso bei der Veranstaltung wieder scheiß Security, heißt ja wieder vor. Ich sage, mit dem können wir lernen. Derzeit haben wir auch keine Frage, Beschimpfung, obwohl man eigentlich Wichtigszüge macht. Aber es gibt halt immer noch diese 5-10% Ausreißer von der Bevölkerung, wo halt ein bisschen anders sind wie andere, es ist so. Ja, ganz spannend. Ich möchte damit abschließen, glaube ich, wenn man sich das alles ein bisschen zu Herzen nimmt und sich, glaube, das ist das eine Positive, wo wir jetzt alle haben, man besinnt sich etwas auf das Wichtige, also auf das wirklich Wichtige, wenn es ums Leben, um die Familie, um alles geht, der Beruf und die Firma, die Wirtschaft gehört dazu. Alles dieses besinnt man sich ein bisschen zurück auf das Notwendige, das Wichtige. Und wenn man sich das dann annähernd behalten könnte, glaube ich, wäre es nicht das Schlechteste. Wir werden schauen, was rauskommt. Wir sind, glaube ich, beide keine Wahrsager. Wir hoffen beide das Beste. Wir hoffen beide das Beste. Das ist ein gutes Stichwort. Uwe, anstoßen tun wir nicht. Wir machen das mit Sicherheitsabstand. Trotzdem sage ich vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns ein bisschen Information gegeben hast, was da so alles passiert. Und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und weiterhin viel Kraft auch, dass du das hoffentlich noch ganz, ganz lange machen kannst. Dir und euch auch. Und gesund bleiben vor allem. Das ist das Wichtigste. Damit darf ich mich verabschieden bei Ihnen. Das war unser Ländetalk mit Uwe Marent von der Berufsdetektei Marent. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und wir sehen und hören uns hoffentlich auch demnächst wieder beim nächsten Ländetalk. Bis dahin, machen Sie es gut.